Hallo, ich bin Jens hier bei Optionsstrategien TV und heute schauen wir uns mal an, wie man mit Short Squeezes umgehen muss. Was ist überhaupt so ein Short Squeeze? Was muss man als Optionshändler dabei beachten? Wie macht man das, wenn man einmal negativ davon betroffen ist? Und zum anderen, wie kann man es vielleicht positiv nutzen? So. Und damit wir das jetzt nicht einfach so am Flipchart machen oder sonst irgendwo, habe ich heute einfach mal einen Chart aufgemacht und wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Chart an, weil da können wir so ein bisschen zwischen den Zeiteinheiten hin und her springen und können dann auch mal schauen, wie man das am besten machen würde. Und deswegen kommt mal mit, wir schauen uns mal den Chart an. So, also ihr seht jetzt hier mal einen Chart von Crude Oil, das ist von den letzten paar Monaten und wir haben ja gesehen hier im April, Mai, Juni hat er so eine Top-Bildung gemacht und danach ging es wieder heftig nach unten. Wenn wir uns das Ganze noch länger anschauen, dann sehen wir, wir hatten hier die riesige Abwärtsbewegung Ende 2014, dann ging es hier nochmal nach oben und dann haben wir ja hier jetzt nochmal neue Tiefs gemacht. Also wenn wir uns das hier jetzt anschauen, dann ging es nochmal runter auf neue Tiefs. Und dann kam es ja hier zu diesem Short Squeeze. Und zwar Short Squeeze, was heißt das überhaupt? Wenn wir das Ganze mal ein wenig größer machen, seht ihr, dass wir ja hier dann innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen ganz massiv angestiegen sind. Und zwar, wir haben an dem einen Tag hier am 24.8. haben wir noch ein neues Mehrjahrestief gemacht. Und dann sind wir innerhalb von diesen, wie gesagt, 5 Tagen um nahezu 30% nach oben geschossen. Und klar, wer jetzt hier oben Calls hatte, den hat es natürlich dann ganz schön erwischt an dieser Stelle, wenn er nichts gemacht hat, beziehungsweise wenn er falsch darauf reagiert hat. Und jetzt müssen wir erstmal klären, wie kommt es überhaupt zu diesen Short Squeezes? Und hier seht ihr eigentlich eine wunderbare Situation, an der man das gut erklären lässt oder erklären kann, nämlich wir müssen immer. Ein Short Squeeze heißt immer, Squeeze heißt ausdrücken. Das heißt, diejenigen, die short sind, werden aus dem Markt herausgedrückt. Und sowas kann also immer nur eintreten, wenn der Markt sehr, sehr stark gefallen ist und wenn es eigentlich offensichtlich ist, dass dieser Markt nur noch fallen kann. Also wenn wir uns das hier anschauen, hier ganz klar, der Markt, der fällt, der fällt, der fällt, der fällt. Und dann haben wir hier zum Beispiel sowas schon mal gesehen, im Januar 2015. Das können wir uns mal anschauen. Hier, wir gehen mal auf den Daily und fahren mal in den Januar. Und da sehen wir auch hier, ging es ja relativ heftig innerhalb von 3-4 Tagen nach oben. Auch das waren damals 25%. So. Und wenn wir eben jetzt zurückgehen, nochmal auf den Weekly, dann sehen wir hier, wir hatten dann diese Sommerphase und plötzlich fällt der Markt wieder runter, alles ist okay, jeder denkt, naja, das wird schon hier unten halten und jetzt bricht er auf ein neues Tief und damit ist es auch hier vollkommen offensichtlich, dass der Markt nach unten gehen muss. Niemand kann hier mehr long sein, ne? Niemand kann hier mehr long sein, sondern die meisten sind ja ganz einfach short und das birgt natürlich immer die Gefahr, wenn die Masse in eine Richtung spekuliert, dass es dann mal zu einer Gegenreaktion kommt. Weil da muss nur ein Großer mal ein bisschen draufhauen und muss mal ein bisschen was machen. Und wir sehen das dann auch, wenn wir hier mal das Volumen einblenden, wie dann schon im Vorfeld hier in dieser Abwärtsbewegung die Volumina deutlich nach oben ging und plötzlich schoss es dann aber hier unter sehr, sehr hohem Volumen auch wieder hoch. Und jetzt gehen wir mal in den Daily hinein. Ne? Wir sehen das dann hier, zack, 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 zack. Volumen steigt an, steigt an, steigt an. Was aber auch irgendwie ganz logisch ist. Und es ist natürlich so, wenn ihr mal angenommen, ihr habt jetzt da oben irgendwo hier Calls geschrieben, so, dann ist natürlich klar, wenn sowas passiert, dass natürlich als erstes mal die implizite Volatilität hochgeht. Ne? Also das ist immer so der Fall. Das heißt, der wird schon mal alleine deswegen unter Druck kommen, weil die Vola eben nach oben geht. Zum anderen ist es natürlich ganz klar, wenn der Preis hier 30% gegen dich läuft, dass du auch dann, wenn du zum Beispiel gesagt hast, hier, okay, das ist ein Trendbruch, deswegen mit dem Trendbruch, Trendfolgen gehe ich jetzt Short Calls, auch dann kommst du hier erstmal unter Druck. Und jetzt ist einfach die Frage, was machst du in so einer Situation? Und das Beste ist es, in so einer Situation erstmal nichts zu machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man sowas sieht, also eine große Tagesbewegung oder auch die nächste, dann ist es oftmals sehr, sehr gut, die Füße stillzuhalten. Und wer keine Füße stillhält, für den muss es zumindest so sein, dass er sagt, okay,
dann rolle ich einfach meine Positionen weg, weil die meisten sagen jetzt, oh, das ist hier die Trendwende und jetzt wird es ewig nach oben gehen. Das ist aber nicht der Fall. Ein Short Squeeze heißt ja, dass erstmal alle, die zuletzt hier Short gegangen sind, aus der ganzen Position rausgekegelt werden. Und das führt natürlich dazu, die müssen dann kaufen, die müssen ihre Short-Position eindecken und deswegen geht der Preis ja so nach oben. Aber irgendwann löscht sich das auch wieder. Also das heißt, irgendwann mussten alle die, die schief lagen, die haben dann eingedeckt und das sind ja nicht die, die hier oben Short gegangen sind oder die hier Short gegangen sind, sondern das sind die, die hier unten Short gegangen sind. Zuletzt, ne? Die werden da rausgesqueezed. Nicht die, sondern die hier unten werden rausgesqueezed. So, das ist also schon mal Punkt Nummer 1. Man muss keine Befürchtung haben, dass sowas hier passiert. Ja, also das passiert nicht. Und aus dem Grunde kann man also problemlos in die hohe Volatilität die Dinger nach oben weg, rollen, wenn man eben auch einen Short Call hat, was ja nichts Schlechtes ist. So, wie kann man das jetzt aber auch noch ein bisschen feiner machen? Wie kann man sowas nutzen, wenn man eben, sieht, Mensch, hier schießt so ein Markt nach oben. Wann kriegt man denn das mit? Das kriegst du ja nicht an dem Tag mit, sondern frühestens an dem oder an dem. Vielleicht an dem kriegst du es so am Abend mit und denkst so, hey, was ist denn hier passiert? Wieso ist denn der Markt jetzt vom gestrigen Schluss zu heute 9% angestiegen? Ne? Aber ich glaube nicht, dass es einer großartig Intraday mitkommt, außer er verfolgt jetzt permanent die Ölmärkte. Und das heißt, du hast hier, du weißt eigentlich, so richtig nach oben wird es gar nicht mehr gehen. Und vielleicht noch ein Tag, vielleicht noch zwei, vielleicht auch mal drei, aber danach ist wieder Schluss. Und deswegen ist es hier gut, dass man gar nicht so sehr mit seiner ersten Emotion mitgeht und sagt, ich muss jetzt Putz schreiben, sondern dass es viel besser ist zu sagen, okay, ich warte mal ab, bis das oben dreht und dann verkaufe ich oben wieder Calls, weil wir können uns mal eins anschauen, die implizite Volatilität, die, Entschuldigung, das war das Falsche. So, hier sehen wir ja die implizite Volatilität von Öl, das ist jetzt der OVX, die ist ja hier extrem nach oben gegangen. Die ist wahnsinnig nach oben geschossen, ne? Das waren die Tage hier. So, das heißt, ihr kriegt wahnsinnig viel Prämie. Und wie kann man das jetzt nutzen? Wenn man jetzt hier irgendwie auf eine Umkehr wartet, dann ist das natürlich relativ schwierig. Und aus dem Grunde bietet es sich zum Beispiel an, dann wirklich zu sagen, okay, ich weiß, dass der übergeordnete Trend hier nach unten intakt ist. Ich weiß, dass es hier ein Entschuldigung, ein Short Squeeze ist. Ich weiß nicht, was sich weiterentwickelt. Machen wir nochmal neue Tiefs. War das jetzt der Tiefpunkt? Aber ihr könnt dann zum Beispiel an so einer Stelle sehr schön hergehen und könnt sagen, entweder ihr schaut euch die Tagescharts an und wenn sich das dann erschöpft, also wenn ihr seht, so eine große Umkehrkerze wie die hier, das ist dann eigentlich Zeichen, dass die Jungs, die hier unten eingestiegen sind und die das Ganze hochgesqueezed haben, dass die ihre Gewinne mitnehmen. Und die alle Momentum-Trader, die hier reingegangen sind, genauso. Oder aber, und das wäre auch jetzt eine sinnvolle Variante, was ihr machen könnt, ihr geht einfach mal auf eine kleinere Zeiteinheit. Und wir gucken uns das mal an, wann das hier war. Müssen wir nämlich ein Stück zurückfahren. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Stundenchart genommen. Ihr könntet jetzt auch sagen, okay, ihr nehmt von mir aus hier einen, in 240 Stunden, 240 Minuten Chart, ne, also oder irgendwas. Aber ihr seht ja, dass wir hier, das war der Punkt, den wir gekennzeichnet haben, und hier ging es ja dann los. Hier ging dieser Squeeze los. Und ihr seht, dass wir hier immer, übrigens interessant, immer so zwischen 17 und 18 Uhr kam hier große Bewegung in den Markt rein. Und dann müsst ihr im Grunde nur abwarten und sagen, okay, wo sind denn jetzt hier, wo sitzen denn jetzt dann hier die Stops, wo werden denn die Jungs rausgehen? Und überlegt euch mal einfach, wenn hier unten einer, der einfach nur trendfolgend ist, also der jetzt irgendwie sagt, okay, hier haben wir ein Tief, hier haben wir ein Hoch, hier haben wir ein Tief, wo geht der rein? Der geht hier oben drüber rein, ne? So, das heißt, der ist von hier bis hier oben pro Future fast 9.500 Dollar im Plus. Was wird denn der machen? Der hat seine Stops nicht hier sitzen, nicht hier, nicht hier, sondern der wird seine Stops relativ weit nachziehen. Und das bedeutet, der wird seine Stops hier sehr hoch trailern und dann vielleicht hier irgendwo liegen. Also ich schiebe mal die rote Linie hoch. Dann sagt, okay, der wird hier liegen, weil der wird jeden Rücksetzer nutzen. So, und wird sagen, kann ich das da ranziehen? Und deswegen rein fachlich gesehen wäre das vielleicht der richtige Stop hier. Aber ihr wisst im Grunde genommen schon, wenn das hier in so einem Squeeze,
Wenn das hier gebrochen wird, diese Strecke, ist das Ding vorbei. Und dann könnt ihr eigentlich hergehen, könnt sagen, so, und jetzt kann ich eigentlich anfangen und kann wieder neue Positionen schreiben, nämlich indem ich beispielsweise sage, ich schreibe neue Calls oder ich schreibe Strangles oder sonst irgendwas. Meist wird die Prämie auch so gut sein, dass ihr Spreads machen könnt, also ein Bear Call Spread, ein Bull Put Spread gemeinsam, sprich ein Iron Condor. Aber im Grunde genommen müsst ihr nur eins machen und da müsst ihr jetzt auch nicht live davor sitzen, sondern das könnt ihr wirklich machen, wenn ihr das seht, dass ihr einfach sagt, okay, wo haben wir es? Also, wenn ihr seht, hier, das ist dieser Squeeze, ne? Dass ihr wirklich sagt, wo werden die Jungs ihren Stop hinziehen? Fragt euch, versetzt euch einfach in die Lage von jemand, der hier unten irgendwie trendfolgend eingestiegen ist. Ne? Hier unten hat es irgendeiner initiiert, es ging so ein bisschen los, dann schieben die hier hoch, die Shorts werden raus, dann hier wird nochmal gesammelt und dann ab die Luzi nach oben. So. Und deswegen fragt euch, wo sitzen die Jungs mit ihren Stops? Und dann wisst ihr eben relativ schnell, wo die hier rausgehen würden. Fragt euch einfach, wo würdet ihr selber rausgehen? Ne? Würdet ihr es denn zulassen, wenn ihr 9000 Dollar habt pro Kontrakt und die Jungs haben vielleicht mal ein bisschen mehr, dass ihr dann hier wieder 5, 8 abgebt? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Sondern ihr werdet sagen, okay, ich versuche es so schnell wie möglich nachzuziehen. Und das wäre ihnen dann hier irgendwo. Und deswegen muss von denen der Stop hier irgendwo sitzen. Und dann gehen die raus und dann sieht man ja auch schnell, dann ist es vorbei. Und dann habt ihr eigentlich erstmal Ruhe und habt eben auch eine ganze Weile dann eine schöne Vola, an der ihr was machen könnt. Und deswegen also zusammengefasst, ihr könnt solche Short Squeezes, wenn ihr mal unter einem leidet, weil ihr einfach an der falschen Seite seid, immer relativ entspannt sehen, weil die laufen sich nach 2, 3 Tagen aus. Entweder wenn ihr weit genug weg seid, ihr sitzt das Ganze aus, oder aber ihr rollt das Ganze einfach, rollt es einfach in hintere Monate. Setzt nicht unbedingt gleich einen Put dagegen hier, so nach dem Motto, ich muss jetzt hier einen Put schreiben, weil damit habt ihr das größte Problem, sondern wartet einfach in Ruhe ab. Guckt euch dann kleinere Zeiteinheiten an. Wie gesagt, wem Stunde zu gering ist, der macht hier so einen 240-Minuten-Chart. Ich meine, das sind 4 Stunden, da muss man jetzt auch nicht allzu oft hinschauen. Und da sieht man es dann, glaube ich, auch sehr schön, wann dann das Ding vorbei ist. Ja? Und Stunde ist noch, manchmal noch ein bisschen einfacher und das muss nicht Realtime sein. Das könnt ihr euch auch am Abend anschauen, wenn das Ganze dann gelaufen ist. So, und so könnt ihr mit solchen Squeezes umgehen und sowas passiert immer mal wieder. Also wir haben das in vielen, vielen Märkten gesehen. Ich glaube, im Kaffee hatten wir auch mal sowas in den letzten Jahren. Gucken wir uns das mal kurz an. Ich glaube, da hatten wir auch, ich weiß mal kurz, hier hatten wir auch mal schon so einen Short Squeeze, ne? Und klar, hier in so einem engen Markt müsst ihr natürlich noch die Märkte ein bisschen beachten. In so einem engen Markt wie jetzt Kaffee, ne? Der 3 Jahre lang gefallen ist und der vom Hoch her fast 70% gefallen ist, das sind dann auch die Squeezes ein bisschen extremer. Aber selbst wer hier gerollt hat, ne, das hat ein bisschen Mumm erfordert, gebe ich zu, aber selbst wer hier gerollt hat, der ist ja dann, ich weiß es noch, wir haben es selber, glaube ich, mal im Optionsbrief gehabt, wir sind dann hier auf 375er, 400er Calls gegangen. Und da musst du dir keine Sorge machen, dass die erreicht werden. Du musst bloß am Anfang so ein bisschen Mumm haben, aber auch dann merkt man eigentlich relativ schnell, wann das Ganze vorbei ist. Das war es heute mal aus der Sicht. Komm, meld mich gleich nochmal zurück. Ihr seht also, das Wichtigste beim Stillhalten ist es wirklich stillzuhalten. Ich war mal auf einem Seminar von Larry Williams und er hat gesagt, das meiste Geld verdient man an der Börse, indem man auf seinen Händen sitzt. Und damit hat der gute Mann recht gehabt. Und beim Stillhalten, beim Verkauf von Optionen ist das noch mehr. Klar, ihr könnt es nicht ihr könnt es nicht warten, bis euch irgendwelche Positionen ins Minus laufen oder ins Geld laufen. Da müsst ihr schon bei Future Optionen gerade, müsst ihr schon aktiv werden. Aber ihr müsst euch halt immer darauf vorbereiten, wenn ein Wert 40, 50, 60, 70% gefallen ist, sei es ein Rohstoff, sei es eine einzelne Aktie, dass es immer mal wieder zu heftigen Bewegungen kommen kann. Und dann sind das aber in der Regel keine Trendwenden, sondern in der Regel immer nur Short Squeezes. Das heißt, die Jungs, die zu spät short gegangen sind, die werden rausgedrückt. Und dann heißt eben wirklich warten, aktiv werden, sich in kleineren Zeiteinheiten, Tageschart, 4 Stunden Chart oder so, dann gucken, wann gibt es Umkehrpunkte und dann wieder reingehen, weil so ein Short Squeeze hat nun mal den Riesenvorteil, der treibt halt wahnsinnig die Volatilität nach oben. Und ein Punkt ist noch ganz wichtig.
Damit ihr das in Ruhe aussitzen könnt, braucht ihr vernünftige Positionsgrößen. Trade small, trade often. Der Spruch ist nicht von uns, aber man kann das nicht besser formulieren. Wenn du kleine Positionen hast, dann ist sowas kein schwarzer Schwan, sondern ein ganz normales Ereignis, was du aussitzen kannst. Hast du eine Riesenposition und dir haut das Ding um die Ohren, dann kannst du das eben nicht aussitzen, dann kannst du nicht mehr rollen, weil dann musst du Schadensbegrenzung machen. Und deswegen handle kleine Positionen, dann kannst du sowas hier vollkommen unbeschadet überstehen. So, das war's mal für heute. Wenn euch das gefallen hat, so ein bisschen, ihr seht mal mich, ihr seht mal einen Chart, also nicht nur mich, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann können wir das gern wiederholen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut.